Herzlich willkommen bei Moikampers Reise- und Campinggeschichten. Heute von geraden Häusern und schiefen Türmen. Warum seit Pisa mein Verhältnis zum Fahrradfahren gestört ist. Fahrrad! Und über einen zentrumsnahen Platz zum Übernachten. Wir bleiben noch etwas in der Toskana, der Region in Mittelitalien, die unter anderem für ihre unzähligen, sehenswerten Orte und Städte bekannt ist. Ja, heute führt uns unsere Entdeckungsreise zu einer wohl meistbesuchten Attraktion Italiens, dem Schiefenturm von Pisa. Wir verlassen den Stellplatz in der Nähe von Pienza bei schönstem Wetter und fahren Richtung Norden. Anmutige, sonnenverwöhnte Landschaften, leuchtende Weizenfelder und Renaissance-Villen begleiten uns auf der Strecke und machen unsere Reise durch die Toskana zu einem unvergesslichen Erlebnis. Am frühen Nachmittag erreichen wir Pisa und zum Übernachten haben wir uns für den Campingplatz Camping Village Torre Pendente entschieden. Von der Via Aurelia Nord nehmen wir im Kreisverkehr die erste Ausfahrt. Ja, und dann geht es nach ein paar hundert Metern links in die Einfahrt des Campingplatzes. Die Internetadresse des Platzes findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, hier herrscht freie Platzwahl, das heißt, nach der Anmeldung dürfen wir uns eine freie Parzelle aussuchen. Um zu den Stellplätzen für Wohnmobile und Caravans zu kommen, müssen wir allerdings zuerst an den Mietunterkünften des Campingplatzes vorbeifahren. Das Schöne an diesem Platz ist, dass er in der Nähe des Zentrums von Pisa liegt
Von daher ist das Wahrzeichen der schiefe Turm nur knapp 1 Kilometer vom Platz entfernt. Herausfordernd ist, dass man auf dem Weg zu den Sehenswürdigkeiten durch eine Art Tunnel unter der Bahnlinie entlang gehen muss. Und da muss man höllisch aufpassen, dass man nicht von den vielen Fahrradfahrern umgemangelt wird. Wir schlendern durch die Straßen von Pisa und genießen italienisches Kleinstadtflair. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, zieht an uns ein Menschenstrom vorbei. Na und da, wo die Menschen hinströmen, da gibt es in der Regel immer was umsonst. Also hinterher. Ach, hier sind die alle. Treiben sich alle auf dem Piazza dei Miracoli rum. Alles ziemlich touristisch hier. Erschreckend viel los. Wahnsinn. Hier steht dann auch der 55 Meter hohe schiefe Turm, eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Man kann hier allerdings auch den Dom Santa Maria Assunta und das Baptisterium, die runde Taufkirche des Doms, ja und noch einiges andere von außen bewundern sowie von innen besichtigen. Jetzt aber zurück zum Campingplatz. Der ist von April bis Ende Oktober geöffnet. Es gibt 120 Stellplätze. Die Plätze sind großzügig und es gibt auch welche mit einer Art Sonnendach. Das ist einer der drei Sanitärbereiche, der größte. So, wir sind jetzt im Sanitärbereich der Männer. Außer Platz für die tägliche Morgenhygiene. Und für die, die später auch stehen, dann halt eben auch für die Mittagshygiene. Das ist alles sehr schön gefliest. Wie man sieht, über Kopf. Unten dann an der Wind, wo es abfließt. Die entsprechenden Kleider haben. Zwei Stück. Aus eigener Erfahrung weiß ich, das reicht. Auch ein Behinderten-WC. Ja, und dann kommen die Toiletten. Ja, auch hier mit dem Toilettendeckel, der sich nach Benutzung. Acht Plätze für Geschirrspüler. Das reicht. Für Corona-Zeiten vielleicht ein bisschen eng. Aber ich denke mal, insgesamt zu dritt oder zu viert lässt sich da bestimmt Geschirr spülen. Ja, und hier ist dann die Laundry. Für das Waschen der Kleidung per Hand. Waschmaschinen, die genutzt werden müssen. Jetzt hier noch ein großer Kühlschrank. Ich gehe mal davon aus, dass das für Zeltcamper ist. Alles so wie immer. Schön gefliest. Möglichkeit zu spielen. Camperherz, was willst du mehr? Auf dem Platz gibt es auch einen Supermarkt und ein Restaurant. Der Swimmingpool ist traumhaft, es herrscht allerdings Badekappenzwang. Die Fähr- und Entsorgestation liegt sehr zentral und ist gut zu erreichen. Ja, über einen Bodeneinlass wird hier das Grauwasser entsorgt.
Die Station ist großzügig angelegt und damit auch für große Mobile einfach zu befahren. Bevor wir jetzt weiter an die Küste fahren, lassen wir noch schnell das Grauwasser ab und befüllen den Frischwassertank. Die Rezeption ist international, es wird auch Deutsch gesprochen. Und das Personal ist unglaublich freundlich. Für eine Nacht haben wir für ein Wohnmobil, drei Personen und einen Hund 42 Euro bezahlt. Ja, wir hoffen, euch hat das Video und Pisa gefallen. Wir sagen erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.